Der Jubel ist groß beim VfB und das auch bei den Fans, deren erste Reaktion über die sozialen Medien in einem Wort zusammengefasst werden kann: Hammer. Grund für diese Einigkeit bei der Führung, den Mitgliedern und den Fans des VfB Oldenburg ist die Wahl des ehemaligen Bundesligaspielers und VfB-Spielers und Trainers Wolfgang Sittger zum Vorstandsvorsitzenden. Wir müssen daran denken, dass nach Corona es wieder losgeht und die Begeisterung für Fußball wird wieder kommen. Und da bin ich natürlich ganz froh und stolz, dass wir eine Persönlichkeit wie Wolfgang Sittger nach 30 Jahren Abstinenz vom VfB wieder als Kapitän an Bord holen konnten. Also ich freue mich sehr darüber. Bei einem Pressegespräch am Freitag wurde der inzwischen 66-Jährige vorgestellt. In einer lockeren, aber arbeitsorientierten Atmosphäre machten alle Seiten ihre Zufriedenheit über die Entscheidung deutlich. Auch der neue Vorstandsvorsitzende freut sich über das Vertrauen, ist sich der Schwierigkeiten seiner neuen Aufgaben aber auch bewusst. Vorstandsvorsitzender, boah, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Habe auch Respekt, verdammt Respekt vor. Fühlt mich auch geehrt. Bisher war ich nur immer im operativen Bereich tätig. Ja, und natürlich habe ich eine besondere Verbindung zu Oldenburg. Da hat immerhin meine Karriere also vom Spieler zum Trainer, das war der Übergang. Ich war hier 4 Jahre tätig, war größtenteils eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, also die Verbindung Oldenburg und dann, ich wollte im Fußball auch noch mal was bewegen. Ich bin heute 66 Jahre alt und dann habe ich lange drüber nachgedacht, 4 Wochen. Ja, und dann habe ich doch mit Freude jetzt zugesagt. Auch wenn die Pressekonferenz sich sehr am Fußball orientierte und von den anderen Abteilungen im VfB Oldenburg nicht zu sehen war, ist Wolfgang Sittger für den Gesamtverein zuständig. Auch da hat er sich schon einiges vorgenommen und erhofft sich Unterstützung von den noch zu bestimmenden Vorstandskollegen. Ich werde jetzt einen Fahrplan erarbeiten mit dem Geschäftsführer. Ich werde als erstes heute Klaus Berster, den werde ich gleich nur anrufen. Ja. Und dann werde ich mich natürlich auch mit den Abteilungsleitern treffen. Ja. Es wird aber in Zukunft im Vorstand von anderen Leuten auch abgedeckt. Bei wichtigen Sachen bin ich natürlich dabei. Ebenfalls neu im Team ist auch Geschäftsführer Michael Weinberg. Seit gut 6 Wochen im Amt hat er schon einiges bewegt. Und gerade im Frühjahr ist einiges zu tun. Ja, also mittlerweile bin ich jetzt 1,5 Monate in Oldenburg tätig. War vorher natürlich auch schon komplett involviert in sämtliche Angelegenheiten, die auch im Februar schon stattgefunden haben. Dementsprechend, es sind zwar erst 1,5 Monate, aber ich bin im gewissen Sinne auch schon eigentlich mittendrin statt nur dabei. Wie es in dieser Saison, oder sollte man besser sagen, ob es in dieser Saison noch einmal auf den Rasen geht, ist noch unklar. Die Zeichen stehen aber auf Saisonabbruch. Für den VfB bedeutet das dann, sofort für die neue Saison zu planen und dann mit Ruhe und geordneten Strukturen wieder anzugreifen. Ziel ist und bleibt die dritte Liga.